So, weiter geht's heute mit dem Bus-Simulator 21 und der nächsten Mission. So, ach Gottchen, was haben wir denn heute? Zur Sache kommen. Halt am Sonntag auf der Route zwischen Neutern, Hauptbahnhof und ZOB, das ist kein Problem. Aber jetzt haben wir eine Stadt, eine Route, eine Aufgabe, die wir noch lange, die wir schon. Die wir jetzt uns ein bisschen Zeit fressen wird. Die werde ich nicht heute, glaube ich, in einem Rutsch schaffen, die komplette Mission. Weil da steht nämlich eine Aufgabe. Baue die Kathedrale, also das Stadtzentrum. Das ist irgendwo hier, glaube ich, hier vorne. Genau. Die haben wir noch gar nicht gehabt, oder? Die ist auf 3. Ach, das ist schon okay. Gut, ich dachte mir, wir kriegen sie nicht hin, aber vielleicht kriegen wir sie doch hin. Aber gut, wir schauen mal, was wir heute hinbekommen. Sogar komplette Einrutsch. Wir müssen eine weitere Route erstellen. Und zwar zwischen Hauptbahnhof, ZOB und Old Town. Kein Problem, eigentlich soweit. So, dann nehmen wir dann mal eine Route raus. Ich gucke mal gerade rein. Ist die hier, die 11? Die ist egal. Ich gucke mal gerade, hat die den Hauptbahnhof drin? Ich soll es eigentlich nicht nach Routen-ID erstellen. So, Route 8, warte mal, ich guck grad, ob wir da irgendeinen Hauptbahnhof drin haben. Dann nehmen wir die nämlich raus hier. Nehmen wir die Route 8 mal raus. Wir bauen eine neue Route. Die auf jeden Fall. Die zwar jetzt Route. Schienenlegerstraße. Route. Warte mal. Route zur Sache kommen heißt die Mission. Ich sag mir, wie sie schreibe. So, Route 14. Amen. Genau, übernehmen. Also, wir müssen bauen, bauen, bauen. Das heißt, mal wieder mit dem Hauptbahnhof. Dann geht's vom Hauptbahnhof aus weiter bei Old Town. Wir fangen, nehmen eine von diesen Routen, die wir hier draußen haben. Wir nehmen den Rathauspark. Und diese Haltestelle, Route endet wieder hier an der Kathedrale. Und fahren dann weiter zur alten Brauerei. Mehr ist es nicht. Dann haben wir alles drin. Dann haben wir Old Town, Hauptbahnhof. Ach nee, wir müssen ZOB noch rein. Wir müssen ZOB noch nehmen, ne? Wir nehmen den. Warte mal, 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 warte mal. Wir nehmen das Rathaus mit rein, wir nehmen den ZOB mit rein und nehmen wir die Kathedrale, das Stadtzentrum und von dort aus fahren wir zur alten Brauerei. So, dann haben wir es einmal komplett drin. Wir übernehmen die Änderung. Ist mir scheißegal. Nein, wir nehmen, sondern die zur Sache kommen und planen dort einen unserer Busse ein. Ich möchte gerne einen Urbanway haben. Der nimmt, das ist der von der Route 5. So. Wir fangen an. Wir hüpfen mal kurz rüber zur Zimmermannstor, Hauptbahnhof. Zimmer. Ha. So. Ich möchte gerne zum Hauptbahnhof hüpfen. Weil ich muss kurz. Manchmal springt er hier und nicht die halbe Weltgeschichte. Warum darf ich nicht so? Ich will zum Hauptbahnhof springen. Warum darf ich keine Schnellreise machen? Nein, wir machen es halt anders. Dr. Julius Matchner Straße. Wir fahren die Route. Und jetzt sind wir wieder natürlich komplett unterwegs. Warum auch nicht? Ah, toll. Danke. So,
so, dass ich heute mal sein muss. So. Das blöde Taxi ist natürlich wieder vorbeigeflogen. Jetzt fahren wir erstmal zum ZOB. Wir müssen sowieso ausbauen. Dementsprechend ist es halt jetzt egal. Aber ich hätte sie jetzt von Anfang an gemacht. Wir müssen einfach nur Zahltag. Genau, Zahltag und die Stufe 5 für den Rathausplatz. Mehr ist es eigentlich dann nicht. So. Du kannst auch weiterfahren. Dankeschön, mein Freund. Wäre schon mal super. So, fahren wir mal kurz hier rüber. Ich habe schon gesehen, dass da jemand kommt. Mein Kollege kam. Ja. Schwer sind es jetzt auch nicht, die Missionen sind relativ zügig erledigt. Das Nervige wird jetzt wieder da aufpassen sollen. Aber wir kriegen schon hin. Wir müssen ja immer wieder zwischendurch auf die Haltestelle achten, wie hoch die aufgewertet ist. Dann müssen wir sie nochmal fahren, dann werten wir sie auf. Also mit 5 kriegen wir sie ohne Probleme. Sie ist ja Gott sei Dank schon auf 3. Ich bin ja froh, dass sie nicht auf 5 ist, sondern auf 1 ist. Ich hoffe nicht, dass wieder alles dann am Ende heißt, wir müssen alles wieder aufwerten. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Ja, fahr doch, Chef. Du musst jetzt nicht Gott und die Welt reinlassen. Wir sind jetzt natürlich ein bisschen in Verzug. Die Kathedrale. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft. Genau, die Kathedrale ist die Stufe 5. Die nächste Haltestelle, ja. Übernächste. Boah, ich hasse das, wenn Leute dann unbedingt jeden reinlassen müssen und dann stehst du hinter denen an der Ampel. So. Ich habe meine Fahrkarte in meiner anderen Hose vergessen. Es könnte sein, dass es heute oder morgen wieder weitergeht mit Großwicken. Markus hat mir gerade geschrieben, immer lass es dann morgen, also quasi am Montag, die ein bisschen Großwicken machen. Werden nicht viele Folgen werden, ich hoffe, dass das hinkriegen. Da kommt Feiz. Dankeschön. Geh einfach. Ich bin hier schon komplett im Verzug. Das dauert aber. Wie gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass ich so im kompletten Verzug bleibe. Aber wie gesagt, wegen solchen Leuten, die dann unbedingt, ja, ich bin zwar auf der Hauptstraße, ich muss 5 Mann da noch reinlassen. Nein, musst du nicht. Du kannst einfach weiterfahren. Ist das nicht hier der vor uns gewesen, der da alles. Oh, Scheiße, ich habe mich vertan. Alles egal, alles gut. Verdammt. Ich habe mich jetzt vor. Jetzt habe ich mich wegen dem Typen verfahren, weil ich nicht unbedingt dahinter fahren wollte. Da müssen wir jetzt alles. Müssen wir einen kleinen Umweg fahren. Scheiße. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen.
Ein schönes Gewitter. Das heißt, da hätte man nämlich hier, hätte man hier im Rechtsraum liegen müssen. Also ich verliere jetzt unbedingt Zeit wegen dem Typ, wegen solchen Typen. So, nächste Haltestelle ist ZOB. Der zentrale Omnibus Bahnhof. So heißt er, glaube ich, richtig, so heißt er, glaube ich, ausgeschrieben. Die heißt Mountie. Da, wo muss ich denn da jetzt ran? An welche alte Stelle? Da vorne, okay. Zu spät, okay. Ist aber nicht schlimm. Einfache Fahrkarte. Wir waren jetzt alle in der Fahrkarte. So, Tageskarte. Okay. Ich brauche eine Fahrkarte. So, gut, die nächste Haltestelle ist dann der Rathausplatz, die Kathedrale meine ich. Die will jetzt ein bisschen aufgewertet werden. Die will nämlich auf Stufe 5 aufgewertet werden, weil da sehr, sehr viele Leute damit fahren, aber ich habe sie noch nicht so oft und noch nicht so viele Routen. Sie ist Gott sei Dank schon von Beginn dann auf 3, das ist schon mal ein Vorteil. Ich fahre jetzt nicht wegen irgendwelchen Leuten, wenn ich ständig. Wo habe ich die Ketchup? Wo habe ich die Ketchup getuschiert? Wo? Ich bin über eine rote Ampel rüber, ja, aber ich bin nicht. Och, Alter. Busfahrer sauer. Komm her jetzt hier. Bist du? Nein, ich höre nicht zu. Ich will hier den Typen gerade mal nerven. Weil der nervt mich gerade. So, also gut. Kathedrale Stadtzentrum. Ist die nächste Haltestelle, die will auch wie gesagt auf Stufe 5 aufgewertet werden. Ich weiß auch nicht, ob ich die komplette Route. Ach, das ist zum Kotzen. Warum muss man unbedingt hier parken? Es wäre zu einfach gewesen, wenn man davor, wenn man 5 Meter vorfährt, aber man muss genau, genau auf dieser Ecke parken. Ich liebe solche Leute. Ich hatte, glaube ich, am Donnerstag oder so eine ähnliche Situation mit dem Bus. Da wurde ich um die Ecke rum und da hatte ich eine Frau, die quasi jetzt in dieser verglichenen Situation gewesen war. Die hat hinter dem Zebrastreifen noch geparkt. Also quasi stand die Stapel 4 Reifen auf allem auf dem Fahrweg. Ich kam nicht rum, weil da vor der Verkehrsschild stand. So, ich muss das gerade ein bisschen runter machen, weil. Ihr seht ja, das wächst jetzt ein bisschen. Ich werde jetzt gleich eine Route erstellen, die, wenn ich die jetzt hier fertig habe, die einmal hier rund geht und wir die Zeitstelle einfach mal aufwerten gehen. Ich will nicht mehr. Ich brauche eine Fahrkarte. Seniore Tageskarte. Gut.
Also dem einen verstehe ich jetzt auch nicht, wieso der da unbedingt an der Haltestelle parken muss. So, nächste Haltestelle ist die alte Brauerei und dann gibt's das Ende. Da steht schon wieder. Oh gut, diesmal komme ich rum. Das ist kein Problem. Diesmal komme ich noch einmal rutsch rum. Im Glambus wäre es enger geworden. Das ist richtig enger geworden. Aber mit dem jetzt geht's. Da ist die alte Brauerei. Endhaltestelle. Alle mal aussteigen. Ich weiß, dass ich zu spät bin. So, Runde abgeschlossen. Mit gerade mal 60%. Aber es war wahrscheinlich wegen dem zu spät kommen. So, ich baue nochmal eine neue Route. Die zum Stadtzentrum. Die vom Plögerpark. Kathedrale. Nee, wir machen es anders. Ich fange jetzt. Ich gehe zum. So. Ist das jetzt Einbahnstraße da oder was? Ich nehme die Rathausgasse mit. Die Kathedrale. Handelszentrum, aha. Und dann nehmen wir zum Rathauspark und dann haben wir es einmal im Rutsch durch. Ja. Gut. Wir nehmen. Es ist nur Old Town, es ist nicht weiter tragisch. Wir fahren sie jetzt. Ja, nehmen Sie mit dem hier. So. So, alle mal anschauen. Das geht schon wieder weiter. So, da ist auch ein Rollstuhlfahrer, denn der muss noch mit dazu. So. Ja, wir fahren jetzt ein bisschen, du musst mal so ein bisschen hier diese Route ab, weil ich brauche ja die Haltestelle. Und dadurch, dass der zweite Bus auch noch fährt, nehmen wir den quasi mit. So, die Kathedrale. Das ist das nächste. Die soll ja auf 5 geladen werden. Das ist die große Aufgabe jetzt, das in dem letzten Teil dieser Mission. Das, wie gesagt, das kann ich leider nicht alles in einem Rutsch machen. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen abfahren. Das haben wir aber schon mal gemacht mit dem Hafen. Es sind 2 Stufen. Es ist nicht schwer. Schon enge mit den Autos hier, aber das kriegen wir schon hin. Ich hätte sowieso. Also mit dem Gelenkbus, wenn ich hier welche wäre, ist hier richtig kuschelig geworden. Moin! Ja, brauchen wir noch ein. 2-3 Mal fahren wir sie ab und dann ist gut, dann ist das Ding im Thema erledigt. Der nächsten Runde
ist er dann ja schon wieder fertig. Ja, entscheide dich doch. Das Handelszentrum. Okay. So, du lässt mich jetzt durch, alles klar. Ich denke, das Aufwerten geht eigentlich relativ zügig. Ach, die Fahrkarte, die mit dem Rollstuhlfahrer. So, du möchtest eine Fahrkarte? Alles klar. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Hey! So. Gut. Rathauspark. Und dann gibt es ja Rathausgasse und zum Kathedral. Also es ist jetzt eigentlich nur dieses bisschen Abfahren hier. Ich muss jetzt viel Altische nehmen, weil sonst hätte mir die Route nicht genommen. Ich habe irgendwo hier einen Schlafen da. Jawohl. Tut mir leid. Hier ist die Fahrkarte. Verloren haben. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Bounty. Du bist das gewesen. Hast du auf die Fahrkarte? Nein, hast du natürlich nicht. Hier. Schon der zweite, der heute schläft bei der Aufnahme. Bis dann. Und der dritte Teil. Alter, was ist denn los? Ich habe hier drei oder vier Leute jetzt erwischt mit der ohne gültige Fahrkarte. Why not? Jetzt habe ich die Kohle quasi schon wieder drin. Sehr gut. So, ich gehe jetzt hier mal rüber, weil ich muss ja hier links abbiegen. Wir müssen ja zum Rathauspark. Ist quasi die letzte Haltestelle, ne? Ja, doch, ist die letzte Haltestelle, genau. Dann können wir schon wieder hier vorne auf der ersten, hier rechts schon wieder mit der ersten, mit der Route beginnen. Ich muss mal kurz die Haltestelle wieder zumachen. Keine Sorge, ich fahre. Ich lasse euch gleich raus. Ist verarschen? Von was wird die Scheißrampe blockiert? Ausgestiegen? Oh ja, die war schon ausgestiegen. Upsi. So. Gut. Der Rathausgasse ist hier vorne, ne? Darf ich schon. Ne, das bist du noch nicht an die Haltestelle ran, ne? Ich muss jetzt einmal außen rum.
weil die Leute auf der falschen Seite stehen. Na gut, dann machen wir das doch. Dann fahren wir mal ganz kurz gezinnt an die Haltestelle heran. Fahren wir sie halt nochmal. Ja, das ist jetzt natürlich das Aufwerten. Ich glaube, danach können wir sie auf Stufe 4 aufwerten. Ich werde selber gleich einen kleinen Break ziehen. Das, wie gesagt, wie beim Hafen. Weil genau. Schwer deutsche Fahrer jetzt. So. Ich mache hier einen kleinen Break. Falls die Folge wieder kurz genug ist und wie wir das schon mal beim Hafen hatten, hänge ich das quasi komplett dran. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Bus-Simulator 21. So. Weiter geht's. Das ist jetzt die falsche Haltestelle, warum auch immer die jetzt. So, fahr mal mit deinem Rollstuhl rein. Ich stehe ein bisschen weit weg, ich weiß. Du fährst. Ich habe gerade geguckt, es ist eigentlich noch Zeit genug auf dieser Folge. Das heißt, wir kriegen sie wahrscheinlich wieder einen Rutsch rein. So, next stop, Kathedrale Stadtzentrum. Und zwar die Haltestelle, die wir noch aufwerten müssen, die wir jetzt auf, gleich auf. Die wir jetzt gleich auf 4 hoffentlich aufwerten können, weil wir müssen sie auf 5 bringen. Hier nicht links fahren dürfte, weil die erste, sondern ich fahre hier nur die zweite links. So wird er mir das quasi mehr oder weniger anzeigt. Ich würde wetten, einer meiner NPCs würde sich hier festfahren. Das ist aber auch eine Scheißecke, muss ich sagen. So, nächste Haltestelle ist Kathedrale, das Stadtzentrum. Eine Stufe noch. Dann ist die Mission schon beendet. So, Seniorenträger Tageskarte. Wie bist du schon Richtung 4 für 5? Ah, zwei, dreimal. Bis wir so haben. So, nächste Haltestelle ist das Handelszentrum. Das Handelszentrum. Das machen wir glatt. So, den Rollstuhlfahrer mal mit rauslassen. Ich habe schon gesehen. Das wurde mir schon angezeigt. So. Dann machen wir das doch. Die Rampe nicht vergessen. Vergiss es nicht, du kommst von links. Keine Chance. Ich bin auf Straße. So, links eine Stelle ist hier. Vorne irgendwo. Und wir werden das Ding jetzt hier noch ein zwei Mal fahren müssen. Weil
weil wir ja noch ein bisschen aufwerten müssen. Aber es geht schnell. Es geht jetzt schnell. So ein 2-3 Mal ist ihm so erledigt, die Mission. Der erste Teil bis zum Break war das irgendwas mit 27 Minuten knapp. Also das geht schon irgendwo von den Dings her. Ich versuche zumindest, wie gesagt, immer eine Mission in einer Folge zu packen. Dass es nicht immer möglich ist, weiß ich. Aber wir versuchen es. Nach 5000 Folgen? Also ich weiß nicht, ich guck mal, keine 5000 ist Folgen eine Serie, unabhängig davon, welche das ist jetzt. Aus. So. So, moin sind. Die ist auch schon fast auf 3 hier, ne? So, 90,83%, aber das ist jetzt nicht das große. Das große Ding. Wir fahren jetzt einfach nur erstmal auf Booten. Und sammeln so ein bisschen Geld. Dankeschön, dass du mich reinlässt. Jetzt ein bisschen was hinten weiter hinten. So, links an der Stelle ist die Rathausgasse. Dann geht's zur Kathedrale und dann müssen wir dir. Ja, ich habe schon gesehen, dass ich den aushalten kann. So, schimpfe ich aus. Weiter geht's. Ja, du möchtest eine Fackel haben, ne? Hallo? Natürlich, zahle eine. So. Türe zu, weiter geht's. Sag ja, diese scheiß Karre da jedes Mal. Ich erwische. Ich habe dieses Auto erwischt. Hauptsache, der läuft einfach über das Auto drüber. Okay, warum nicht? Ja, das Problem ist aber, dass wenn man genau auf eine Ecke parken muss. Ich habe es ja schon mal erzählt. Beatrice in der Old Town, also. So, nächste Haltestelle ist diese hier, die kann dann irgendwann auch gebaut werden. Vielleicht kriegen wir es jetzt wahrscheinlich noch nicht, das wird wahrscheinlich noch ein, zwei Mal dauern. Kathedrale. Ja, zweimal noch. Dann haben wir so. So. Aber es geht schnell. Es geht schnell. Das ist kein Problem. Ach du, da habe ich doch noch eine Fahrkarte. So. Gut, dann weiter geht's zum Handelszentrum. Puh. Ist ja nicht so, dass es jetzt schon die erste Folge aufgenommen ist. Die erste Folge. Ich fahre jetzt wie mal links. Gut, den habe ich nicht gesehen, den Fußkreis. Ja, fahren wir genau. Fahren wir hier links oder fahren wir da, warum dann jetzt Ausdruck schickt? Hast du gesehen, dass Jason Panda beim Jazz
Achso, hier ist die erste, hier ist die 1. Ach, die fahren von der Seite jetzt an, oder was? Oh, ernsthaft. Upsi, war ein Schild. Ach, hier ist die 3. Ist okay. Ja, also letztendlich ist es wurscht, von welcher Seite wir anfahren. So, ab ins Handelszentrum. Das ist eigentlich die falsche Haltestelle. Eigentlich wollte ich, muss die nächste, die übernächste, die drittnächste, wie auch immer, die Kathedrale, das Stadtzentrum. Das müssen wir auch noch aufwerten. Das dauert jetzt hoffentlich nicht mehr allzu lange. So, Rathaus Park. So, wie wir das gehabt haben. Wir ziehen jetzt wieder komplett rechts beim Verkehr vorbei. Wir wissen zwar gleich links abbiegen, aber ich komme da schon in die Lücke rein. Da ist doch schon eine. Ja. Passt. Eingepackt. So, wir sind ja komplett im Plus, das ist ja nicht schlimm jetzt. Jo, vielleicht löse ich gleich hier. Ich habe hier meine Katze auf mir liegen, das ist nebenbei. Während ich zocke gerade, während ich hier für euch hier Bus-Simulator 21 Grad aufnehme. So, nächste Hauptstelle ist dann hier vorne. Der Rathauspark mal wieder. Hallo, das ist die falsche Haltestelle. Ich brauche die nächste. Ihr müsst jetzt ja wahrscheinlich noch zweimal fahren. Jetzt sind wir schon mal 91%. Wir waren, glaube ich, hier bei 83 oder. So. Es ist wirklich jemand. Oh, es ist jemand eingeschlafen. Upsi. Du kannst hier vergessen auszusteigen. Ich lasse dich hier nie wieder raus. Ach komm, lass einen raushüpfen. Das Thema geht jetzt auf mich. So, nächste Haltestelle ist die Rathausgasse. Jetzt fahren wir den Bogen etwas weiter, damit wir nicht wieder an den an das Auto ranklatschen. So, dann nehmen wir halt das nächste einfach mit. Das kostet Geld. Das kostet leider ziemlich gutes Geld, was wir da mal so ab und zu mal machen. Schön, schön erwischt.
ist schon wieder die Rathausgasse. Ja, das ist leider die eine. Diese Meldung. Ach, ich bin sofort wieder da. Ich geh mal durch. So. So, haben wir das? Haben wir das. So, und diese Meldung mit dem Aufwärts bitte auf der nächsten Haltestelle auch. So. Dann fahren wir sie einmal an. Dann habe ich das auch, wie gesagt, uns da gleich gesagt. Das uns gleich sagt immer. Werte mal die Haltestelle auf, dann haben wir die Mission erledigt. Ansonsten müssen wir uns wahrscheinlich noch einmal fahren, die Route. Ich weiß, es ist jetzt gerade ein bisschen öde und langweilig. Mir genau, geht mir gerade ein bisschen genauso. Aber es ist halt leider Teil des Spiels und es muss halt gemacht werden. Und ich bin so jemand, ich zeige euch alles. Was das Spiel betrifft. So, er fährt wieder auf. Kein Schöner ausgemacht werden! Geschafft! Euch selbst bist du geschafft? Die Zufriedenheitswerte der Pendler waren hier noch nie so hoch. Gute Arbeit. Das ist toll. Nicht mal Sunny Springs hat so einen guten öffentlichen Nahverkehr. Das hast du richtig gut gemacht. Jetzt nur nicht nachlassen. Wir sind noch ganz am Anfang. Es gibt bereits Gespräche mit den Verwaltungen anderer Regionen über Intercity-Strecken. Ich melde mich bei dir, sobald ich mehr darüber weiß. Ja. Einen Anruf kriege ich. Klein, schön dich kennenzulernen. Ich bin der Vorstand des Tourismusverbandes von Seaside Valley. Mira war so freundlich, mir deine Kontaktdaten zu geben. Wir sind sehr glücklich mit der Sightseeing-Route, die du erstellt hast, und wollten erfragen, ob es möglich wäre, zwei weitere solche Routen anzulegen. Natürlich. Wir dachten an eine, die alle Sehenswürdigkeiten anfährt, und eine weitere, die nur die Highlights außerhalb der Stadt verbindet. Beide Routen sollten sowohl an den ZOB als auch den Hauptbahnhof anschließen. Ach, und wir haben von einigen Leuten gehört, dass unsere Kreisverkehrskulturen sehr beliebt sind. Es wäre wundervoll, wenn du auch diese einplanen könntest. Natürlich, das machen wir. Das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an meinem Bus-Simulator 21. Ich bin jetzt bewusst ein bisschen weiter rausgegangen mal, um so ein bisschen durchzugucken. Wegen dem Gequatsche. Wir haben tatsächlich schon mal eine aus England bekommen, so wie ich das mitbestanden habe. Ich warte schon eine Stunde an dieser Haltestelle. Ich habe ganz vergessen, dass hier kein Bus hält. Ja, das ist ein bisschen blöde, ne? Hätte ihr keinen Bus? Nö. Was ist denn das für eine Haltestelle überhaupt hier? Das ist ein Polis hin. Okay. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Bus Simulator 21. Und dann geht's weiter tatsächlich. Ins Kino kann man gar nicht gehen. Okay, alles. Schade. Und dann gehen wir die nächste Mission an. Die Sightseeing-Tour. Bis dann. Ciao.